herzlich willkommen bei Sonne, Mond. Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Astrologin und Numerologin. Heute möchte ich mit euch über Numerologie sprechen. Numerologie wird extrem unterschätzt und ist so ein halb esoterisch spirituelles Ding. Ja, es ist Mathematik. Ich errechne anhand des Geburtsdatums, errechne ich die Lebensaufgabe oder die Jahresaufgabe. Ich mag das Wort Aufgabe nicht, denn es ist ein Ziel. Warum bin ich hier? Was soll mein Lerneffekt in diesem Leben sein? Was bringe ich vom Karma her mit? Oder wo soll die Reise in diesem Leben hingehen für mich? Und zwar für mich. Und das ist mein Geburtsdatum und mein Jahr. Das Jahr beginnt nicht am 1.1., sondern an meinem Geburtstag. Von der Energie her gehen wir immer so um 2 Wochen, 10 Tage ungefähr, um den Geburtstag in die neue Energie hinein. Das heißt, in die neue Jahresaufgabe. Aufgabe? Ich würde sagen, das Jahresziel. Denn es hört sich leichter an, wenn ich ein Ziel habe für mich, als wenn es eine Aufgabe ist, die ich wieder erfüllen muss. Ich muss gar nichts. Es ist eine Hilfestellung, die ich habe anhand meiner Geburtszahl und meiner Jahreszahl. Es gibt unglaublich viele Bücher über Numerologie, wie man sie rechnet und welche komplizierten Rechenschritte dafür möglich sind. Ich habe das Glück, ich habe die Numerologie von meiner Mama gelernt. Und meine Mama von ihrer Mama. Und alles in allem bin ich jetzt die 5. Generation bei uns in der Familie, die die Numerologie anwendet. Und zwar erfolgreich. Es gibt einen Eindruck von dem Wesen des Menschen, von diesem Lebensziel, was er hat, wie er es erreichen kann. Aber die Numerologie kann so viel mehr. Ich kann errechnen, wie meine Energie ist in meinem Leben. Ich kann errechnen, wie meine Jahresenergie ist. Es gibt aber auch Termine im Jahr, wo man sagt, da komme ich nicht aus. Da muss ich hin, seien es Vertragstermine oder Termine mit dem Chef oder Geburtstermine von anderen oder Hochzeitstermine. Scheidungstermine habe ich auch schon errechnet. Und das sind alles so Termine, die werden einem vorgegeben. Es ist leichter, an solchen Tagen damit zu leben und das Beste für einen selber rauszufinden, wenn man seine Lebenszahl und Jahreszahl kennt, sowie die Tagesenergie. Und auch das ist durch die Numerologie errechenbar. Wie ist die Tagesenergie? Wenn man noch tiefer hineingehen will, wie ist die Ortsenergie? Dann nehme ich die Postleitzahl noch mit dazu. Das heißt, ich habe dann meine Lebenszahl, meine Jahreszahl, ich habe die Tageszahl, und ich habe die Ortszahl. Das sind alles 4 Energien, die ich miteinander verbinden kann, um leichter für mich damit klarzukommen. Es gibt viele Menschen, die nehmen einen schwierigen Weg, bis sie an ihr Ziel kommen. Aber wenn ich es mir leichter machen kann, indem dass ich weiß, wie die Energie ist, für mich, dann wäre es doch leichtsinnig, diesen leichteren Weg nicht zu nehmen. Wenn ich weiß, was passiert, im Sinne von, so ist die Energie, wie es beim Mars war. Als der Mars bei uns in der Nähe war, dann war alles sehr angespannt, sehr anstrengend. Oder Anfang des Jahres, wie der Saturn so gekuschelt hat, ging durch die Presse alles. Aber wenn ich weiß, wie ich damit umgehe, na, ist es doch viel leichter. Numerologie ist auch nicht schwer zu lernen. Überhaupt nicht. Es ist ein mathematisches Anreihen der Zahlen in gewisser Art und Weise. Ja, das ist schnell erklärt, wie es geht. Doch das Feingefühl, wie man mit den Zahlen umgeht oder was die einzelnen Zahlen bedeuten und wie jetzt die Lebenszahl mit der Jahreszahl zusammen ist oder wie man ein Geburtsjahr für ein kleines Kind errechnet oder Termine berechnet. Das sind alles Sachen, die ich gerne in Kursen erkläre und das sind individuelle Kurse. Das heißt, nur du und ich